große Aufgabe, das große Vergnügen, innovative Produkte aus dem Markt, aus dem großen Markt des Pferdesports zu bewerten. Wir sind hingegangen und haben uns in den einzelnen Kategorien, bei den einzelnen Produkten, die Innovationen angeschaut, die Marktchancen angeschaut und haben versucht zu beurteilen, wie das Produkt schlussendlich mit der Innovation auch bei den Kunden, bei den Pferdesportlern ankommt. Und so ist dann unsere Entscheidung auch zustande gekommen. Herr Rieser, Sie stehen gerade neben mir. Ich zieh mal da auf. Die 30 Sekunden Erklärung brauchen wir heute. Man kann eine Messung, die ich zuvor mit dem Equistrend Topograph gemacht habe am Pferd, jetzt direkt übertragen auf den Sattelbock und kann den dann durch ein Vakuum aussteifen und in die Balance kippen, sodass man die Pferderückensituation quasi in der Werkstatt hat oder im Fachgeschäft und der Sattel fühlt sich so an, als wenn er auf dem Pferd liegen würde. Das ist die Innovation. In dieser Kategorie müssen wir wirklich deutlich herausstreichen, es waren wirklich hochinnovative Produkte, die wir zu bewerten hatten. Ein Sattel mit einem ganz interessanten Sattelbaum beispielsweise, die Sattelpads, Unterlagen. Schlussendlich entschieden haben wir uns für ein Konzept, das uns schon häufiger auf der Messe hier vorgestellt wurde. Und wir sehen können, dass es eine Weiterentwicklung des Konzeptes ist. Und zwar ist das Pferderückenmodell der Firma Equiscan, das hier ausgestellt wurde und der Herr Rieser uns präsentiert hat. Dieses Pferderückenmodell ist eine Weiterentwicklung, eine Ergänzung des Pferderückenvermessungssystems und ermöglicht es dem Sattler auch in seiner Werkstatt unter dem Reiter den Sattel anzupassen. Ja, ich denke, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch und ich denke, das ist auch ein ganz spannender Punkt, dass es sich lohnt, ein Produkt immer weiter zu entwickeln und immer weitere Bausteine dazu zu bauen. Herr Rieser, herzlichen Glückwunsch. Ja,